Willkommen bei der GreenTech Live Konferenz und den Green Media Days. Gruß, Gruß. Nach Köln. Aus Reutlingen. Nach Köln. Roman, kannst du uns hören? Hallo, ja, super. Dankeschön erstmal für die coole Ankündigung. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, cooles absolut. Event, das ihr da macht. Roman, es ist uns eine Ehre. Du bist ja quasi der Oscar-Preisträger der grünen Filmbranche, oder? Naja, neben mir, ich habe das ein bisschen falsch. Also ich bin nicht Preisträger 2023, das war der Marc Waterkamp mit irgendwas für Medien, mit der UFA. Also hier nochmal Glückwunsch an Marc. Sondern 22, den ersten, den haben wir abgeräumt mit der UNA-Film und den Tatort damals, ja. Unabhängig davon, deine Bescheidenheit in Ehren. Du bist einer der ganz Großen in dieser wachsenden Industrie. Wir hatten gerade Boris dabei. Wir haben uns getroffen jüngst beim Green Tech Day der Berlinale. Also toll, dass du heute dabei bist. Du hast ein ganz tolles Produkt auch und ein ganz tolles Projekt auch. Du bist nicht nur Filmemacher, du kannst auch coden, oder? Habe ich es richtig verstanden? Nee, das macht der Setschuk, mein okay. Mann. Hinter der, also quasi im Backend. Aber du hast auch technisch, also ich sag mal, du hast wirklich technischen Verstand auch, was da so passiert im Hintergrund. Genau, also Setschuk, glaube ich, kann mittlerweile Green Consulting machen und ich könnte mir einen Job in der IT-Branche suchen. Sehr schön. Ja. Also, hast du ein bisschen was dabei, dass du uns mal deinen grünen Werkzeugkasten, so heißt dein Projekt, zeigen kannst? Und das ist ja in der Branche wahrscheinlich das populärste Tool, nicht das einzigste Tool, aber wir würden sehr, sehr gerne von dir ein bisschen erfahren, was der grüne Werkzeugkasten kann und bringt. Genau, gehen wir mal rein direkt. Ich sollte mal kurz erzählen, also wie es zum grünen Werkzeugkasten kam. Das war ja das, was Boris, glaube ich, kurz angesprochen hatte, diese Entwicklung, die stattfindet. Und als ich damals angefangen habe, als Green Consultant zu arbeiten, war das ja noch zu den 100 grünen Produktionen. Also jetzt nicht ganz so früh 2015, sondern vor 3 Jahren. Und als ich damit konfrontiert war, der jetzt aus der Regieassistent kommt und gesehen habe, was für Abläufe und Prozesse das irgendwie braucht, war ich, glaube ich, so ein bisschen der Einzige, der gesagt hat, oh, glaube, das wird schwierig. Und eigentlich gibt es noch kein System, das zeigt, dass es wirklich so gelaufen ist, wie die halt sagen. Weil also so Multiple-Choice-mäßig einfach was anzukreuzen, heißt halt nicht, dass nachhaltig produziert wurde. Und wer bin ich, auch wenn ich ausgebildet als Green Consultant bin, der das beurteilen darf, weil ich ja nur eine gewisse Zeit oder Anzahl an Tagen geplant war, da zu erscheinen oder da quasi anwesend zu sein neben der Vorproduktion. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie kann man das zusammenbringen, und da das alles analog noch lief, also wir mussten damals noch, oder viele machen das wahrscheinlich immer noch, irgendwie die Bahnfahrten raussuchen und dann nochmal auf ein extra Portal gehen, dann da gucken, okay, wie sind die Bahnentfernungskilometer, die dann zusammenschreiben, zusammentragen, um sie dann in ein Tool einzutragen. Das war so die Vorgänge, die ich dann versucht habe zu automatisieren. Und wie du schon richtig gesagt hast, wirbeln wir das Ganze ziemlich auf und ist wahrscheinlich auch nicht ganz konventionell, aber so ist es halt mit Startups und Leuten, die innovativ irgendwie vorgehen und andere Ansatzweise haben. Also dieses Outside the Box, glaube ich, wird oft falsch verstanden. So Leute machen Löcher in irgendwelche Boxen und denken, sie sind outside the box. Also unser Software-Tool, der grüne Werkzeugkasten, ist mal, also beinhaltet, dass man mehr Projekte in verschiedenen Benutzer oder Rollen irgendwie quasi gelistet haben kann, die man dann irgendwie erarbeitet. Weil meine Ansatzweise von vornherein, so edel wie das ist, dass man gut arbeiten kann und gut aufgestellt ist, ist es halt Fakt, dass bei dem Thema, mit dem wir zu tun haben, wie Boris das schon gesagt hat, wir uns selber rausrationalisieren müssen, um eigentlich dahin zu kommen, wo wir wollen. Nämlich, wenn alle Menschen verstehen, worum es geht, so, dann ist es ja eigentlich überflüssig, dass jemand rumläuft und darauf hinweist auf gewisse Sachen oder die da unterstützt oder sonst irgendwas. Das schafft man, glaube ich, auch nur, wenn man das so ein bisschen auf digitale Ebene mit Tools, die die einzelnen Departments benutzen können, verbinden, sodass es Sinn macht für die. Ich habe halt den Vorteil, dass ich seit über 20 Jahren da am Set und bei Film und Fernsehen rumspringe und mir viele Formate und viele Positionen angeguckt habe. Grundsätzlich ist es so, dass du also verschiedene Projekte drin haben kannst. Was wir jetzt neu auch haben, sind die grünen Zulieferer, die sie sich jetzt alle schon adden können. Also wir sind Mitglied mittlerweile im Verband der technischen Film- und Fernsehbetriebe und bieten diese Plattform, die redaktionell mittlerweile von den Zulieferern innerhalb der Filmbranche
verwaltet werden können. Ich habe jetzt bei euch auch schon ab und zu mal so die Möglichkeit gehabt, reinzugucken und habe da auch so mega viele jetzt entdeckt, wo ich sagen könnte, so ja, auf jeden Fall macht es Sinn, dass Produktionsfirmen da Zugriff drauf bekommen auf gewisse Sachen. Also der grüne Werkzeugkasten ist jetzt nicht nur so ein Kalkulationssoftware, Bilanzierungstool, sondern quasi bietet auch eine Plattform, dass gewisse Synergien einfach zusammenkommen, die total sinnig sind. Weil ich glaube, dass wir das nur als Branche insgesamt schaffen. Also was das betrifft, dafür dient der grüne Werkzeugkasten ja auch. Wir haben so ein Dashboard, das natürlich, also nur mal für alle, wenn ich jetzt schon wieder abschwenke, der grüne Werkzeugkasten war fürs Drehteam nie gedacht als Desktop-Anwendung. So schlau bin ich selber. Ich weiß aber, dass die Head-Offs mit den Assistenten in gewissen Fragen irgendwie mit dem Rechner arbeiten. So. Die App, die wir jetzt im April rausbringen, die sich leider etwas verzögert hat, dadurch, dass wir es jetzt an unsere amerikanischen Kunden angepasst haben, die hier in Europa produzieren, haben wir das Ganze natürlich jetzt in Englisch und mittlerweile auch in Französisch vorliegen, weil die sind auch bald vorne, die Franzosen. Und es gibt Co-Produktionen, die schon angefragt haben bei uns für Frankreich, Deutschland. Also ist natürlich für das Dreh-App die oder für das Drehteam dann allgemein oder für das Drehteam, Produktionsteam auch, die App natürlich viel interessanter. Aber es sieht halt hier schon mal cool aus und man kann sich das quasi hier selber konfigurieren, indem man sagt, welche Art von Informationen möchte ich denn hier eingeblendet haben, die ich auf den ersten Blick mal sehen möchte. Also sich die Leute mal fragen, warum als grüner Werkzeugkasten so viele Projekte laufen. Also wir haben sie auch alle, also ARD, ZDF, Netflix, Disney und wie sie alle heißen. Dann ist es halt möglich, weil du sofort einen Überblick hast, wo du gerade bist, was ist gerade passiert. Also wir haben diese Historienfunktion hier, was ja alles dann irgendwie auch transparent macht. Für den Green Consultant, also wir haben das ursprünglich als Green Consultant Tool gedacht, den grünen Werkzeugkasten, ist es so, dass ich natürlich schon immer, das liegt jetzt hier in Englisch, weil kann euch das dann auch mal in Deutsch zeigen, dass wir quasi gewisse Infos schon erarbeiten und zur Verfügung stellen innerhalb der Plattform, die dem Team natürlich dient, dann gewisse Sachen anzugehen. Also das sind so Landingpages, die wir für die Produktion machen, um dann innerhalb des Teams nochmal zu incentivieren, weil es hilft halt nichts, dass du einfach sagst, ja, mach mal Mülltrennung, sondern du musst den Leuten natürlich auch die nötigen Informationen zur Verfügung stellen, was uns wieder einfach aufs Dashboard führt, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte mir eine gewisse Information, also so ein Infomaterial hier aufs Dashboard einfach legen, dann ist es natürlich in der App-Ausgabe super für die Menschen, wie ein Motivaufnahmeleiter oder sonst irgendwas, sich das einfach später hier, also ich kann hier sagen, was möchte ich denn haben, zum Beispiel Waste Sort Cologne, speichere mir das hier und dann habe ich auch, ups, muss ich nochmal eingeben. Hier muss ich das eingeben. Entschuldigung. Habe ich verkackt, nicht das System. So, also kann ich mir das hier schnell draufladen und habe dann natürlich, muss mir das nicht extra noch raussuchen. Also wir versuchen so wenig wie möglich Klicks einzubauen, dass es möglich einfach macht. Also das fällt hier unter das Infomaterial fürs Team. Wir sind natürlich in der Lage, CO2-Werte für unsere europäische Produktion, also grüne Werkzeugkasten erklärt sich auch immer selber, dass wir schon bestimmen können für Serien oder sonst irgendwas und dadurch in der Lage sind, CO2-Werte schon quasi zu separieren und das nicht mehr aufwendig ausgelesen werden muss. Wie gesagt, der grüne Werkzeugkasten informiert beim ersten Mal das Team über was hier passiert. Wir sind eine Plattform, die die Dokumente und sonstiges hier in den einzelnen Gewerken schon mal zur Verfügung stellt.
Fotodokumentation und so weiter ist natürlich dann super. Was Sustainability Manager, die sind quasi live bei unseren Projekten dabei, weil auch unsere CO2-Bilanzen finden quasi statt innerhalb, also dass das sofort läuft, das Ganze. Also wir haben so eine gewisse Art, wie wir das machen, zeige ich euch gleich mal, könnt ihr auch mal aktiv mitmachen. Dass es möglichst einfach gehalten wird, das Ganze fürs Team. Also die können hier einfach auf Fragen gehen. Ich hatte auch gestern Gespräche und wir werden jetzt offiziell zertifiziert. Damit gibt es dann auch keine Ausreden mehr, was die Qualität unserer Daten betrifft. Also wir überprüfen die täglich. Wir haben eine andere Angehensweise jetzt als manche andere, aber ich habe jetzt mit genug Leuten gesprochen, die mir bestätigt haben, dass das legit ist, was wir da machen. Wir verwalten, also wir haben eine Autoverwaltung, in der wir dem Team im Moment noch, das war der Zwischenschritt zur App, anbieten, einfach über einen QR-Code, den man sich hier einblenden lassen kann, der automatisch für die Produktion zur Verfügung stellt. Den kann man hier einfach einscannen mit seinem Handy und würde dann auf eine Oberfläche kommen für dieses Testprojekt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal einen einscannen, wenn euer Handy gerade zur Verfügung habt. Und was dann passiert ist, dass wir das als Green Consultant sofort in unsere CO2-Oberfläche bekommen und damit natürlich Live-Daten haben bei den Produktionen. Das heißt, man kann gewisse Sachen, auch wenn es schwer ist, im laufenden Produktionsablauf gewisse Dinge zu verändern. Noch sind wir nicht in dem Prozess, dass es gewisse Vorgaben gibt, was das ist, weil die Branche ja zwanghaft versucht, in einem Alleingang ein Benchmarking zu betreiben und gewisse neue Dinge ja gar nicht zulässt. Also das ist eines der größten Probleme, mit denen wir uns zu beschäftigen haben im grünen Werkzeugkasten. Dass wir hier natürlich sofort dann sagen können, okay, Hybriden werden eventuell falsch genutzt oder ihr seid da zu hoch, lasst mal da gucken, das passt nicht. Das Ganze können wir natürlich schon im Vorfeld abschätzen. Und weil immer wieder verneint wird, dass wir kein Kalkulationstool werden, was auch nicht stimmt. Also auch wir berechnen bereits Kosten und können dadurch unseren Produktionsleitern, Herstellungsleitern oder den Sendeanstellern und Video-on-Demands natürlich im Vorfeld schon mal sagen, okay, da kommen wahrscheinlich die und die Mehrkosten drauf und dann kann das auch abgeklärt oder angesprochen werden. Nicht nur das können wir auch uns bei unseren CO2-Berechnungen Konstanten ändern. Das heißt, für unsere Koproduktion in Österreich, die wir jetzt angehen mit unserem Partner, dem Ritchie, jemand Gruß, dasselbe in Grün nach Österreich, dass wir hier zum Beispiel die 17% Mehrwertsteuer haben, die wir dann ganz einfach ändern können und dadurch natürlich korrekte Werte bekommen nach den Daten. Also wir sind nicht angewiesen auf eine Datenbank, sondern mittlerweile haben wir verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Da sind wir noch in der Anfangsphase, aber da wird es jetzt jede Woche Neuigkeiten geben, weil aus dem Ausland werden wir von ganz vielen Seiten unterstützt, was das betrifft. In Deutschland haben wir noch sehr viel damit zu kämpfen. Also es ist teilweise echt lächerlich, was da läuft. Nur mal von meiner Seite auf dieser öffentlichen Plattform. Wir haben aber nicht nur die Möglichkeit, sondern man kann hier auch einfach über die Teststop-App die Fahrzeuge betanken, wenn man dafür gelistet ist. Man kann aber auch hier verschiedene Berechtigungen geben, um das Ganze freizuschalten. Wir haben eine Reiseverwaltung, die geführt werden kann, die uns auch in diesem Fall sofort wieder CO2-Werte ausgibt, die ganz einfach anlegbar ist, wo man hier einfach auch wieder nach gewissen Blöcken oder gewissen Sachen schon differenziert von bis. Wir haben eigene Geodatenbanken, die dann diese Wegstrecke berechnen und sind an gewisse Schnittstellen angeschlossen, um hier die Aussage auch treffen zu können, wie lang dauert denn diese Zugfahrt? Ist ja eins der Kriterien. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die prüffähig sind, weil wir alles ausgeben. Das heißt, das einzige Projekt, das hat uns die PwC auch bestätigt im Termin Anfang Januar. Wir haben leider noch keine Staffel. Offensichtlich bleibt die PwC ja nicht für die Prüfung zuständig. Ist es so, dass der grüne Werkzeugkasten hier einfach, man kann gewisse Sachen nachgucken, die Projekte, die zum Beispiel für meine öffentlich-rechtlichen Sachen schon laufen, können hier schon einfach anhand von CO2-Eingaben, E-Mails oder sonst irgendwas auch wieder für die Sustainability Manager einfach in den Sendeanstalten oder sonst irgendwas wichtig, weil diese ganze Zusatzkommunikation, die da eigentlich so anfällt, wegfallen würde,
kann man sich hier einfach alles über PDF möglichst einfach ausgeben. Das Ganze. Wir haben einen grünen Produktionskalender, der quasi dafür dient. Den kann man auch schon auf iGeld und Google Kalender, sodass man das über sein Smartphone machen kann, wo wir schon den grünen Produktionsablauf hier mit einfügen. Die grünen Tipps, die mittlerweile von den Leuten, die den grünen Werkzeugkasten nutzen, erarbeitet werden und dann allen Leuten zur Verfügung stellen, ist jetzt so, dass wir ja bis Ende der Woche die neue Funktion hinzufügen, nämlich das Dispo-Feld, also das per Drag and Drop einfach eingefügt wird. Wir öffnen den grünen Werkzeugkasten, was die Mailvorlagen betrifft, die wir den grünen, also wir haben hier für euch mal für den Green Consultant und für das Erarbeiten, weil ja mittlerweile alle Produktions- und Herstellungsleiter ja auch ausgebildet wurden von Philipp Gassmann und das Green Consultant sind durch die mehrtägige Ausbildung, wollen die natürlich ihren eigenen Green Consultant schon zuarbeiten und gewissen Verwaltungsaufwände sparen. Das heißt, wir stellen ja nicht nur die Software zur Verfügung, sondern wir erarbeiten ja auch sowohl die Dokumente, die im grünen Werkzeugkasten hinterlegt sind, wie die grünen Zulieferer, als auch die Mailvorlagen, und zwar in allen Sprachen, also Deutsch und Englisch. Es sind hier schon Sachen erarbeitet, die man wie Boris den beschrieben hat, nämlich, dass die Leute da automatisch mitdenken können. Wie gesagt, unsere Dispo Drag and Drop füllt automatisch den öffentlichen Link, den wir herstellen, den Hyperlink, irgendwie mit in die Dispo-Mail-Vorlage, sodass es einfach ist, für die irgendwas zu versenden und das Team irgendwie informiert zu lassen. Das hier ist gerade offensichtlich informativ für all die Leute, die sich sonst so rumtreiben auf dem Markt. Unsere Motivliste, in der wir dann auch schon irgendwie einmal für das Szenenbild, die nach Motiven arbeiten, eine Dateieingabe ermöglichen, was CO2-Werte betreffen, die dann automatisch berechnet werden. Genauso wie wir hier einfach Strom und gewisse Werte abfragen, die im Abschlussbericht erforderlich sind, um CO2-Werte zu berechnen und später auch unseren Abschlussbericht, der hier digital vorliegt. Mal liebe Grüße ans ZDF an der Stelle. Es ist nicht vorgeschrieben, dass man den greenmotion.org Abschlussbericht nimmt, sondern es ist eine standardisierte Vorlage, die wir auch im grünen Werkzeugkasten bieten. Soweit geht es mittlerweile mit der Wortklauberei. Also wir haben hier den Abschlussbericht integriert in den Werkzeugkasten und wie mit der PwC Anfang des Jahres besprochen, wird es hier Felder geben, die dann direkt in die Dokumentation dieses Projektes führen, sodass dieses ewige Raussuchen von etlichen Informationen wegfällt. So. Es ist so, dass wir nicht nur einen Abschlussbericht hinterlegt haben, sondern wie gesagt für die Projekte Österreich und unsere amerikanischen Kunden mittlerweile sowohl den Green Film Check Österreich ÖFI Plus und ÖFI und das Umweltzeichen und. Also wir können hier je nach Bedarf alles einfügen, sodass der grüne Werkzeugkasten das Ganze quasi ausgibt. Und am Schluss, wenn man das alles gemacht hat, kann man hier einfach einen Export ausgeben innerhalb der Produktion, oder man kann sich diese ganzen Dokumente, E-Mails, die relevant für den PDF-Export sind, die geführt werden, mit dem Green Consultant zum Beispiel. Also meine Produktion benutzen hier das E-Mail an Green Consultant und nicht mehr das private E-Mail-Postfach. Somit ist es auch kein Problem mehr nachzuweisen, was da mit den Zulieferern stattgefunden hat oder mit gewissen quasi Mehrarbeit, die sichtbar gemacht wird innerhalb der Departments, weil sie hier ganz einfach die Möglichkeit haben, den Green Consultants, wenn mehrere drauf sind auf dem Projekt, diese relevante Kommunikation transparent darzulegen und einfach die innerhalb des grünen Werkzeugkastens zu verschicken. Genau, das ist mal so ein grober Überblick und ich kann euch auch hier einmal unser neues Dispo-Feld, das gerade noch überarbeitet wird. Und dann ist es auch so, dass man auf die E-Mails innerhalb des grünen Werkzeugkastens antworten kann. Also die verschickt werden, so bleibt diese Konversation und diese Kommunikation innerhalb des grünen Werkzeugkastens zusammen. Wird nochmal kurz. Achso, müssen wir hier auf den Export eingehen. Also wir haben ja verschiedene Funktionen für die
Green Consultants. Es ist nicht nur so, sondern wir können hier auch, was total interessant ist, wenn wir jetzt da gleich rausgehen und ich nochmal kurz was sagen kann, würde ich auch gerne hier noch was bekannt geben. Eine kleine Premiere bei euch auf der Veranstaltung. Dass wir hier einfach hergehen und sagen, wir generieren für Events und Festivals, die uns natürlich jetzt auch gerade anfragen, QR-Codes, um auf die Oberfläche für gewisse Eingaben innerhalb gewisser Verbräuche zu kommen, sodass wir unabhängig sind von dem Login auf den grünen Werkzeugkasten. Also es ist ein ziemlich smartes, ganzheitliches, nachweisbares Kalkulationssoftware-Tool und ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir mehr Anerkennung bekommen und mehr Akzeptanz auch, weil der Arbeitskreis Green Shooting umfasst wahrscheinlich 40 Produktionsfirmen, von denen, ich will nicht lügen, bestimmt 30 innerhalb des grünen Werkzeugkastens Tools benutzen und wir trotzdem noch keine Anerkennung finden, was das betrifft. Vielleicht kann man diese Plattform hier mal benutzen, um so ein Thema anzusprechen. Ich bin raus. Roman, ganz herzlichen Dank. Wir haben noch 2 Minuten Zeit für Fragen. Ja? Bitte. Also, super Tool, wichtig für die Branche. Die übergeordnete Frage ist, warum beschäftigt sich ein Typ wie du nicht mit Drehen, sondern mit CO2-Bilanzen? Du hast mir in unserem Gespräch in Berlin erzählt, auch so ein bisschen, dass du getrieben bist, auch vom Klimaschutz. Das ist ja unser gemeinsames Ziel. Mich würde es trotzdem interessieren, wegen mir, wo bist du falsch abgebogen, weil du jetzt mit Software tüftelst und CO2-Bilanzierungen machst und nicht drehst? Weil wir es nur digital Oder schaffen. richtig abgebiegen. Oh, richtig abgebogen, weiß Ja, es nicht. der Dave sagt es richtig. weil wir es nur schaffen. Also niemand, alle, als ich angefangen habe, und ich bin niemand, der rumlabert, sondern ich mache. Und ich habe nichts gemacht, um ein Unternehmen zu gründen oder irgendwas zum Geld verdienen, sondern ich brauchte was als Roman, um der Arbeit nachzugehen, die von mir wollten. Und es ging nicht, indem ich als Roman einfach Ja und Nein ankreuze oder sowas, sondern niemand hat sich Gedanken gemacht. Aber niemand war halt auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, weil das ist nicht umsonst, was da läuft, sondern das mache alles ich allein. Ich habe also immer noch niemanden reingelassen, weil es sauber bleiben muss und das muss ein sauberes Tool bleiben und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, es hat einfach niemanden interessiert. Und dann bin ich halt jemand, der sagt, okay, und mir hat ja auch niemand Hilfe angeboten oder Kooperation. Ich habe all diese MFG-Rechner, Klimaaktiv. Ich habe diese Leute alle angesprochen und das hat die nicht interessiert. Die sprechen von Mitbewerbern, obwohl es gemeinschaftliche Unternehmen sind und weil sie eigene Produkte auf dem Markt haben. Das kann aber das Problem nicht lösen, dass wir da angehen. Und wie Boris gesagt hat, es darf niemanden geben, der da rumläuft und ein Bewusstsein erzeugt, sondern wir sollten all diese Bewusstsein haben. Und wir laufen alle mit einem iPhone rum, wir laufen alle mit einem iPad rum und haben ein MacBook oder sonst irgendwas. Da kann es nicht sein, dass ich analog irgendwas zusammenschreibe und mein iPad verschick, weil die PwC irgendwas prüfen will. Das ist ein Witz. Und die sitzen alle um Tische und schreiben irgendwas Schönes auf und kommen aber nicht mit einer Lösung her. So. Und ich war halt der, der den Mut hatte und das Ding, jetzt wird es ja auch von der Stadt Köln und vom Köln Business anerkannt. Ich habe das ja nie vorgehabt, was da gerade läuft. Aber es macht Sinn und die Leute erkennen das ja so. Ja, das ist, warum ich da abgebogen bin, weil es nicht wahr sein kann. Ich liebe Film und ich liebe Produktion und ich mache das mein Leben lang, habe ich nie was anderes gemacht. Und was da gerade läuft, kann nicht sein. So. Das ist ein Witz. Wie du beim Dave schon sehen kannst, er liebt Film auch, Ich weil finde Film auch Testbild, ganz Testbild, gut. das Ja, ist Auto, so, das ist der musste cool. erst mal haben. Hier ist ein Scoop. Du hast auch schon anscheinend ein Geheimnis gelüftet. Dann lüfte ich auch ein Geheimnis. Ich bin tätowiert am rechten Schienbein, auch mit dem Testbild. Also, das geht bis unter die Haut im Prinzip. Ich grüße auch das ZDF. Ich war mit dem Anzug als Gitarrist bei Soko Stuttgart. Grüße an die Kollegen. Bist du gebürtiger Kölner oder bist du wegen der Branche nach Köln gezogen? Da ist ja das Nee, Epizentrum, ich habe ich gehört. bin ein Bamberger, der über New York, also ich war 4 Jahre in New York am Studieren, Film Academy und Strasbourg und NYU, das Tischprogramm, und bin dann über wirklich Berlin, wo ich einen Monat ausgehalten habe, nach Köln, auch für Ziegler Film, Suche impotenten Mann fürs Leben damals als Set-Praktikant oder Set-Runner, nach Köln gekommen und seitdem bin ich Kölner, aber geborener Bamberger, der seit über 20 Jahren in Köln ist. Du hast von 100 grünen Produktionen gesprochen, mir sind 3 eingefallen: Green Mile, Green Hornet und Seth Green. Die Frage da folgend: Wie komme ich als Location oder als grüner Zulieferer denn überhaupt in eure Datenbank? Info@grünerwerkzeugkasten.de oder www.grüner-werkzeugkasten.de. Das ist offen für jeden. Gibt da so einen Kriterienkatalog, einen kleinen, dass man zumindest nachhaltige Sachen, Alternativen und selber so ein gewisses Commitment hat mit einer Büroräumen, Öko und.
wird halt dann abgecheckt oder mal nachgefragt und dann kann man da gewisse Sachen anbieten einfach. Ist kostenfrei und dient als Plattform und Vereinfachung, sodass wir alles finden, was wir brauchen, um das Ganze umweltfreundlicher zu gestalten und nachhaltiger. Roman, wie geht es weiter für euch? Du hast Österreich erwähnt, du hast USA kurz angesprochen wegen mir. Gibt es internationale Versionen? Green Toolbox haben wir, glaube ich, auch irgendwo in einem Klickfenster Genau, gesehen. mehrere. Und wichtige Frage wäre noch, was ist mit Events? Weil ich sage mal, Filmproduktion gibt es viele, aber Events gibt es viel, viel mehr. Ist das der Next Step für euch? Will das wissen, hast du einen Trommelwirbel oder was? Trommelwirbel. Der grüne Werkzeugkasten bilanziert als das Incentivierungstool und für die ISO-Zertifizierung, die die da machen, irgendwie oder eine Nachprüfung, den deutschen Filmpreis. Wir sind beim deutschen Filmpreis vertreten als grüner Werkzeugkasten. Ja, genau. Und sind in Kontakt mit Festivals und, ja. Genau, Was? deshalb habe ich vorher ja mit Verlaub dich als den Oscar-Preisträger der grünen Filmproduktion hier mit präsentiert, auch wenn es mit der Jahreszahl nicht ganz so gestimmt hat. Wie gesagt, für mich bist du genau der den Preis verdient hat. Hast du noch irgendwas für einen Roman? Aber für alle anderen, die das wissen möchten, der Eisvogel ist kein Preis für Schlittschuhfahren. Der Eisvogel ist kein Preis für Schlittschuhfahren. Was soll ich da noch hinzufügen? Roman, ganz herzlichen Dank Wir haben nach jetzt Köln. Pause. Danke. Eine Sekunde Gruß, noch. Gruß nach Köln, Roman. Hallo. Die freuen sich immer. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Bei uns geht's weiter. Halbe Stunde Pause mit Aaron Beilharz, Lufthansa CleanTech Hub. Aaron, stay tuned. In 30 minutes we'll talk, okay? See you. Greetings, greetings.